Bei der ressourcenbedingten Aggression geht es um die Verteidigung von Ressourcen. Die statusbedingte Aggression richtet sich häufig gegen den Besitzer. Der Hund lässt sich nicht einschränken, schränkt dafür aber den Menschen ein und maßregelt diesen heftig. Die gezeigte Leinenaggression ist ein erlerntes Verhalten des Hundes. Die Besitzer haben sich in der Vergangenheit an sämtliche Erziehungstipps, die zur Auslastung und Beschäftigung mittels positiver Verstärkung führen, gehalten. Genau das hat zu diesen massiven Problemen geführt. Der Weg aus der Sackgasse führt nun über Regeln, Grenzen, dem Abbruch eines Verhaltens und der Entscheidung über Nähe und Distanz seitens der Besitzer.